Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Nordfriesischen Marsch. Aktuell wird auf Feld 13 Weizen geerntet und auf Feld 15 wird aktuell Gras auf Schwatt gelegt. Jetzt bereite ich mir vor, das Ganze entsprechend zu Ballen zu pressen. Blocking. Wer ist Blocking? Mal schauen. Hier blockt keiner. Oder auch ganz gut. Ich dachte schon, Probleme. Ist der Blocking? Blödsinn. Das steht. Macht Pause. Wird gerade nicht gebraucht. So. Ich glaube nicht, dass aktuell für Gras, für Silageball ein gutes Geld kriegen. Und zwar der B-Kurs. Den können wir rausnehmen. Dafür nehmen wir jetzt rein Schwanenfeld 15. Aber da warten wir ein bisschen ab, bis der Kollege fertig ist. Mich ist heute 0 Uhr Schluss. Dann sollten auch die Folgen vor die Woche drin sein. Es wäre ganz klug, wenn er vorher noch leer machen würde. Das ist mal gar nicht mal so schlecht, dass er das vorher macht. 9254, wer ist das hier? Ach, hier. Metrischer durchdrehende Reifen. Falschmeldung in dem Sinne. Dass er erst wartet, bis er älter weg ist. Na gut.
Mein Lager 40. Oh, Silage. Gärtnerei. So was Positives. Es steigt. Weizen. Gibt auch einen guten Preis für. Gerste kommt auch an Fahrt. Raps und so, wir haben nicht. Stroh, Stroh. Wir werden ja viel Stroh haben. Viel Stroh. 105, aber fällt. Fährt vor los, drin Reifen durch. Ich gleich mache die Folge noch zu Ende und dann Schluss heute. Dann reicht's auch. Was für ein Traktor holen wir uns denn her? Fangen wir gerade auf den kleinen an. 288 PS. Habe ich zur Zeit auch. Der lässt sich erhöhen auf Maximum 313. Das ist natürlich viel mehr. Dann haben wir noch einen Steier. 288 PS, der lässt sich erweitern auf 313 PS. Den ist noch mal größer, 300 PS. PS. Das ist schon eine Nummer. Ja, das wäre eine Option. Fendt 305. Größte Ausführung 396. Schnieke, auch teuer. Dann haben wir noch John Deere, 290 PS, Reifen und Motorführung. Dann wären auch 450 PS. Wäre auch nicht schlecht. Mehr Motorführung.
Daisy B. Der ist gar nicht so schlecht. Aber der Motor geht nicht mehr. Der wäre gut zum Mähen, weil der hat einen schönen Wenderadius, weil da beide Räder lenken können. Dann gibt es noch Spezialisten. Ganz starken Maschinen. Challenge. Kann vorne nichts anhängen. Auch nicht unsere Preisklasse. Fendt. 517 PS. Ey, der macht 80 alles klar. Denn das ist natürlich eine schöne Farbe. Olivgrün. Farbe. Der hat doch was. Design. Testfahrt. Zulassung. Zulassung. Nummernschild. Breitreifen wie ohne Feder. Breitreifen wäre schon nicht schlecht. Aber gut. Sehr teuer. Noch sehr lange hin. Noch so ein Fendt. Und er hat normale Geschwindigkeit. Oh, schon PS. Normaler Dings. Ja, kaum ist man nicht mehr bei. So. Entlassen, geht gleich Licht aus. Mal gucken. Meiner Ansicht geht's hier weiter. Ich glaube, er muss zurückfahren und da andere wieder. Beide Feiertage, genau. Ach, nee. Jetzt mal kurz am Träumen, was man alles kaufen kann. Und schon machen die, was die wollen. Durchdrehende Räder.
Das kann es auch nicht sein. Ach so. Wollen wir Lichter machen? Von hier kommen. Ja. Junge, das kann nichts werden. So, schauen wir mal. Was ist jetzt hier so schwer, einfach weiterzumachen? So, meine lieben Freunde, Lautschaft. Das war die Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, mal wiedersehen. Liken, ganz gerne. Natürlich auch ein Abo. Ansonsten zeigt mir jetzt hier Winke Winke und Goodbye. Bis zur nächsten Folge. Wenn ihr wollt.